Von daher war ich relativ spontan in der Situation, was sage ich Ihnen, euch, zu diesem Evangelium, zu dem anders. Das, was am Anfang vom Gottesdienst aus der Moserier Hungeraktion gesagt wurde, das ist ja schon etwas, wo man sagt, muss ich mir das antun? Vielleicht ist Schule ja ein Kontext, wo man überhaupt sowas noch zur Sprache bringen kann. Politisch ist es ja unangenehm. Und dann dieses Evangelium. Ich habe dazu drei Punkte mir notiert. Der erste Punkt: Im Sortiment der Religionen ist dieses Evangelium ein Ladenhüter. Was will ich denn glauben? Von Gott und von Jesus, und wenn ja überhaupt, soll ich an Gott glauben? Und was überzeugt mich da, was überzeugt mich nicht, was wähle ich mir aus? Es ist ja schon ein bisschen so, dass es beim Glauben ich mir das aussuche, was mir zusagt. Was ist das für ein Kriterium, das ich habe? Ich will das glauben und das nicht. Wahrscheinlich ist das Kriterium für die meisten von uns allen, Theologe ist davor auch nicht gefeit, sich das zu glauben auszusuchen, was irgendwie gut klingt und gefällt. Und das, was hier Jesus in dieser Reinfassung im Lukas-Evangelium zu bieten hat, ist definitiv nicht etwas, wonach ich im Kaufhaus greifen würde. Zu sagen, wow, das ist es, was mir jetzt gefällt. Diese Wehrufe gegen Leute, die sich freuen und lachen und Spaß haben und satt sind und denen es gut geht und denen der sagt, weh euch, klingt wie der Lusttöter hoch drei. Danach würde ich nicht greifen, wenn ich danach gehe, was mir gefällt. Ist ja auch genauso, wenn ich mir überlegen würde, welche Kirche mir gefällt. Ich käme wahrscheinlich auch nicht auf die römisch-katholische Kirche. Würde mir genug zu einfallen, warum ich das nicht mache. Die Frage ist aber eine andere. Geht es überhaupt darum, das auszusuchen, was mir gefällt? Naja, es ist in vielen Bereichen schon. Also, wenn Sie vor dem Zahnpastaregal stehen und da stehen diese 27, 28, keine Ahnung, verschiedene Zahnpastas, dann haben Sie wahrscheinlich ganz objektiv subjektive Kriterien, warum Sie genau nach der Zahnpasta greifen. Ich bin da immer überfordert. Aber bei so einer Frage wie dem Evangelium ist ja nicht die Frage, gefällt mir das oder tut mir das jetzt gut oder wie geht es mir dabei, sondern die erste Frage ist, stimmt das? Oder sind wir so weit, dass wir den Kopf in den Sand stecken in religiösen Fragen, wenn uns etwas nicht gefällt? Dann sagen wir, nein, an den Gott glaube ich nicht, ich glaube nur an einen Gott, wie er mir gefällt. Aber stimmt das? Werde ich hier mit einer Realität konfrontiert? Das ist die Frage. Und deswegen ist es ganz gut, mal hier zusammengepfeift zu sein, aus schulischen Gründen, um sich mit etwas konfrontieren zu lassen, das man sich wahrscheinlich nicht ausgesucht hätte. Ich gehe zu, sowohl das, was am Anfang gesagt wurde, wie das, was im Evangelium gesagt wurde, ist nichts, was mein Gemüt direkt im Moor am frühen Morgen erhebt. Und ich könnte auch nicht jeden Morgen das ganze Elend dieser Welt vor Augen haben und noch aus dem Bett kommen. Ich würde es nicht schaffen. Aber die Frage, ob ich in dem, wie ich mich verankere oder stehe in dieser Welt, eine Richtungsentscheidung treffen möchte, in welche Richtung will ich schauen oder gehen. Ich weiß, ich schaffe das auch nicht jeden Tag, aber ich möchte es wenigstens, dass mein Leben an der Stelle eine richtige Richtung hat. Das ist ja davon nochmal unterschieden, wonach ich morgens beim Aufstehen Lust habe oder nicht. Insofern, diese Armen, von denen Jesus ja im Lukas-Evangelium so konkret redet, ihr Armen, wir sind ja wirklich Teil dieser Welt. Und ob es mir passt oder nicht, oder ob ich eine Ahnung habe, wie man das ändern könnte oder nicht, ist unabhängig davon, dass es andere sind, die die Last zu tragen haben. Der Armut und der Flucht und der Einsamkeit. Und nicht nur an anderen Kontinenten, sondern auch bei uns. Ob es mir gefällt oder nicht. Insofern, dieses Gebet, das im Vaterunser drin steht, dein Reich komme,
Das bezieht sich ja auf solche Lebenssituationen, wo ich sage, scheiße mal Gott, dein Reich komme, weil es stimmt nicht so, wie es hier zugeht. Das bedeutet, dein Reich komme. Und nicht erfülle mir meinen Wunschkatalog. Erster Punkt also, im Sortiment der Religion ist das Evangelium ein Warnfilter. Der zweite Punkt, dieses Wörtchen selig, das Jesus dafür verwendet in den Seligpreisungen, ist eine Bezeichnung für Weite, Größe und nicht für eine Ansammlung auf einem himmlischen Lohnbuchkonto oder so etwas. Zu sagen, wenn ich mich hier gut benehme, dann kriege ich Credit Points im Himmel und dann komme ich hinterher und darf da Halleluja singen oder irgendwas der Art. Sondern wenn Jesus das Wort selig verwendet, gab immer den Versuch, ob man sich auch mit glücklich übersetzen kann, aber glücklich klingt da schon wieder so nach einer warmen Badewanne bei einer Erkältung. Wenn Jesus das Wort selig verwendet, meint er ein Gespür dafür, dass die Welt größer ist als das, worin sich die Leute einsperren wollen. Dass es eine Verbindung gibt zwischen Himmel und Erde und dass ich diese Verbindung sein kann, dass ich etwas von dieser Faszination des Himmels in mich aufnehmen kann und mittragen kann in der Weise, wie ich Menschen begegne und die Welt sehe. Das mein Segen. Diese menschliche Größe, die dadurch kommt, dass ich mich nicht auf mich selber beschränke und meine kleinen Ziele, dass ich mich nicht von anderen beschränken lasse und einsperren lasse in die Ziele, die sie mir vorsetzen, sondern dass Himmel und Erde eine Verbindung haben und das meine Welt öffnet, aufsprengt. Das meint das Wort selig. Und zwar gerade in der Weise, wie es in den Seligpreisungen verwendet wird. Diese scheinbar großen Menschen, wenn man die näher anschaut, verliert sich häufig sehr viel. So scheinbar charismatische Führungsgestalten, gerade auch in der Wirtschaft, aber wahrscheinlich auch im Showbusiness. Wenn man dann mal erlebt, wie die hinter der Bühne ihre kleinen Angestellten zum Minner machen und klein machen und Gewalt ausüben, dann merkt man, diese Größe ist Show vor sich selbst und vor anderen, aber es ist keine wahre Größe. Die wahre Größe ist, diese Seliggröße ist etwas, was man nach außen sieht, vielleicht gar nicht so sieht, aber man spürt es, dass das Leben stimmig ist. Und wenn man einen solchen Menschen näher kennenlernt, dann merkt man das. Der ist nicht deswegen groß, weil er andere klein macht, sondern weil er wirklich Größe im Herzen hat. Das macht einen großen Unterschied. Wir hatten ja gerade jetzt noch in der Presse das Beispiel von einem Bischof, der offensichtlich so ängstlich und klein war, dass er meinte, Dinge groß machen zu müssen, um groß zu sein. Sieht so aus, dass er nach dem Gespräch mit dem Papst langsam eingesehen hat, was da falsch gelaufen ist. Aber so ein Einsehen ist ein langer Prozess. Das kenne ich von mir selber, das geht noch von anderen. Sich davon zu lösen, das, was ich meine, tun zu können, um groß zu sein, statt zu entdecken, was wirkliche Größe im Leben ist. Selig. Mein dritter Punkt, der Lohn für das, was ich mir nie aussuchen würde, wenn es im Regal liegt, der Lohn dafür ist echte Freiheit. Ich bin an vielen Stellen abhängig und das hat auch was für sich, weil ich möchte dazugehören und möchte nicht allein sein. Diese Vorstellung, wahre Freiheit habe ich nur dann, wenn ich Anarchist bin und alleine bin und alle anderen in Luft jage. Das hat ja mit Freiheit nichts zu tun. Sondern Freiheit hat ja damit was zu tun, dass ich das, was Spaß macht und was gut ist und Mitmenschen und Freundschaften und Verbindungen wirklich genießen und leben kann, ohne mich dadurch verbiegen zu lassen. Und das passiert leicht. Kann jeder aus der eigenen Erfahrung bestätigen, das passiert ganz leicht, dass um dabei zu sein und dabei zu bleiben, ich etwas sage oder zu etwas schweige, was ich eigentlich überhaupt nicht gut finde. Warum mache ich es? Weil ich nicht die Freiheit habe zu sagen, was ich denke, weil ich habe, oh Gott, dann bin ich ja ausgeschlossen. Dann werde ich ja ausgegrenzt. Dann werde ich vielleicht nicht mehr als so gut angesehen, wie ich angesehen werden möchte. Später im Leben werden wir der Situation begegnen, dass es ganz konkret auch um Geld und Einfluss geht. Wenn ich nicht mit den Wölfen heule, bekomme ich halt auch weniger von der Wolfsbeute.
Das ist so. Von daher, wenn ich die Freiheit nicht habe, auf Wolfsbeute zu verzichten, sondern sage, ich muss aber diese Beute haben, dann darf ich mich nicht darüber beschweren, wenn ich nicht mehr die Freiheit habe, mich von den Wölfen zu trennen und der zu sein, der ich will. Um mal einen konkreten Beispiel zu sagen, wahrscheinlich hat jeder sich intuitiv darüber empört, als wir erfahren haben, dass Missbrauch in katholischen Schulen geschehen ist und andere Lehrer und Leitung und Schüler weggeschaut haben und nichts gesagt haben. In den letzten Jahren haben wir erfahren, dass das ein ganz durchgängiges Schema ist. Auch in Familien und besonders dort. Da sitzt man neben dran und bekommt nicht mit, man kommt real nicht mit, aus welchem Grund auch immer, was einem anderen geschieht. Die Frage ist, wie bekomme ich das aus meinem Kopf raus, dass ich die Perspektive nicht habe auf dem, das, was anderen an Unrecht geschieht. Nicht nur weltweit, sondern dort, wo ich lebe. Dann nimmt es auch einen konkreten Beispiel, vielleicht kennt ihr so etwas. Vater ist Alkoholiker und schlägt die Familie. Die Mutter sieht, wie der Vater die Kinder schlägt und sie bleibt trotzdem bei ihm. Warum macht sie das? Weil sie ein schlechter Mensch ist, eine Rabenmutter? Nein. Sondern weil sie wahnsinnig viel zu verlieren hat. Du hast in so eine Ehe und so eine Beziehung dein Leben investiert. Und jetzt sich hinzustellen und zu sagen, ich trenne mich von dir und gehe mit meinen Kindern fort, wenn du solche Gewalt gegen uns ausübst, ist ja nicht nur Position beziehen gegen den, der Gewalt ausübt, sondern ist auch ein unheimliches Risiko fürs eigene Leben. Woher kriege ich so eine Freiheit? Bei der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle von Jesuitenschulen war eines der Gruppen, die am schwierigsten waren, die Altschüler, die aus derselben Generation waren wie die Schüler, die missbraucht worden sind, waren einer der schwierigsten Gruppen die Altschüler, weil die wollten sich ihre Schulvergangenheit nicht kaputt machen lassen. Das war in Berlin so, das war in Godesberg so. In der Ansgar-Schule nicht so stark. Weil dort gab es diese tollen Altschülertreffen, wo man sich über Jahre immer vergewissert hat, wie toll die Schulzeit war und wie toll die Schule ist. Und sozusagen, wenn man seine eigene Biografie erzählt hat, hat man immer von seiner tollen Schule erzählt. Gerade diese beiden Elite-Gymnasien in Godesberg und in St. Blasien war das so. Und ihr stellt euch vor, jetzt wird dir gesagt, während du deine Schulzeit toll fandest und jahrelang auf diesem Altschülertreffen warst und erzählst, wie toll das war, ist dir nicht aufgefallen, dass aus deiner Klasse einige da nicht mehr kommen zu den Altschülertreffen. Und du dich vage erinnerst, ja, vielleicht war für die Schulzeit nicht so toll. Und ich frage, warum habe ich das ausgeblendet? Warum habe ich das nicht gesehen? Deswegen, weil ich das für mich brauche, zu sagen, aber was war ich doch auf einer tollen Schule. Die Frucht des Evangeliums, man muss das jetzt im Detail nochmal sagen, die Frucht dieser radikalen Sicht von Jesus auf Armut und Reichtum, auf Lachen und Weinen, ist eine Konfrontation, die in die Freiheit führt, um zu schauen, wie werde ich frei davon, mich manipulieren zu lassen von meinen eigenen Sehnsüchten und Abhängigkeiten, von Dingen, die letztlich irgendwann implodieren oder explodieren. Die eben nicht funktionieren. Ich kann nicht den Kopf auf Dauer in den Sand stecken und meinen, es ginge gut. Zumindest geht es nicht gut für alle zusammen. In dem Augenblick, wo mein Anliegen für mein Leben so etwas wie Liebe ist, so etwas wie universale Liebe, die eben nicht nur auf die Kollegen in der Mafia geht, sondern auf eine Gemeinschaft von Menschen, die in Gerechtigkeit zusammenleben, in dem Augenblick kann ich den Blick nicht mehr verschließen vor der Armut der Armen. Auch wenn ich meine eigene Hilflosigkeit aber aushalten muss, es beim Namen zu nennen, ist häufig schon der erste Schritt. Lohn ist echte Freiheit. Das sind die drei Punkte, die mir eingefallen sind zu diesem Evangelium. Vielleicht müsst ihr von der abstrakten Ebene runter und das, was ich versucht habe zu zeigen, mal zu schauen in ganz persönlichen Beziehungen. Und es ist nicht immer gleich das große dramatische Thema, sondern es ist das Einüben an den kleinen Stellen. Ertappt euch mal bei der Gelegenheit, wo ihr eigentlich was sagen wollt und den Mund haltet aus Angst vor der Meinung von anderen.
Ertappt euch da mal, wo ihr etwas sagt, was eigentlich Schwachsinn ist, und ihr sagt es nur deswegen, weil die anderen es hören wollen. Und wenn ihr diese Gelegenheiten für euch selber identifiziert und mal die kleine Übung macht, an der richtigen Stelle die Klappe zu halten und an der richtigen Stelle den Mund aufzumachen, dann sind das die Alltagsübungen, die hinführen zu der Freiheit, in die Jesus uns führen will. Die Welt ist so. Deswegen dieses Evangelium. Amen. Mitschüler haben für Bitten vorbereitet für diesen Gottesdienst. Stehen wir auf und bringen unsere Bitten vor Gott.